Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Let's Test, diesmal von Knights of Pen and Paper. Ja, Let's Test, obwohl ich eigentlich schon ziemlich sicher bin, dass ich ein Let's Play daraus machen werde. Denn das Spielprinzip, soweit es mir erklärt wurde, klingt tierisch interessant. Und zwar spielt man den Meister einer Pen and Paper Runde, man spielt die Spieler der Pen and Paper Runde und man spielt die Charaktere der Spieler der Pen and Paper Runde. Das muss einfach interessant werden. Aber gut, Sound habe ich schon ein bisschen runtergedreht. Sonst kann man, glaube ich, noch die Sprache ändern, aber ich lasse sie erstmal auf Englisch. Wenn das dann zu kompliziert wird und ich zu lange rumfasel mit Übersetzen, dann switche ich auf Deutsch. So, neues Spiel. Leer. Wähle Stühle, um mindestens 2 Spieler hinzuzufügen. Okay. Ein neuer Spieler, Mr. John. Ein Nerd, ein Pizzatypen, ein Footballspieler, ein Wolfsmensch, den kleinen nervigen Bruder, ein Rocker, Paris Hilton. Achso, da unten sind nochmal Boni. Gaias Freund. Paris Hilton bekommt 50% Discount beim Blacksmith. Sie kann besser einkaufen. Ist devot, kann sich heilen. Also sie ist eine Priesterin? Ah ne, das ist die Klasse da. Ah, okay. Paris Hilton mit einer Wolfsmütze auf. Paris Hilton als Priesterin, ja nee. E.T. Ein Hippie, ein Blumenkind, eine Großmutter. Ach du gute Güte, gibt es viele Menschen. Hünks? Was ist Hünks? Gamer, passiv. Plus ein Skilldauer. Dabei Mr. John. Achso, das ist ein Durchschnittstyp. Ja, nee, ich will keinen Durchschnittstypen. Ich will einen Nerd. 50% Discount nach dem Wiederbeleben. Okay. Was braucht jede Gruppe? Jede Gruppe braucht einen Paladin. Und ein Nerd passt super zum Paladin. Der Nerd wird durchgehend in irgendwelchen Regelwerken blättern, so lange bis er Regeln findet, die ihm gerecht werden. Und Paladin gehört zu jeder Gruppe, weil, ne, macht das ganz interessant. Die rauben gerade irgendwas aus und der Paladin steht da und sagt, nein, ich mach das nicht. Dann kommen die Wachen angelaufen und, nö, ich lauf nicht weg, ich stelle mich jedem Kampf. Oh. Ja, also das wird bestimmt lustig. Also wir haben den Nerd als Paladin, erster Spieler. Ja. So, und ich sehe jetzt schon, ich muss auf Deutsch umschalten. Weil da kommen zu schnell Texte, die ich nicht schnell genug überlesen, übersetzen kann. Okay, was haben wir als nächstes? Den Jock. Das wäre so eine Art Footballspieler, also einfach so ein Bully. So seine Fähigkeit. Also er hat gesagt, mindestens 2 Spieler. Ich glaube, ich nehme den Bully links daneben, dass es so einigermaßen nach Kämpferklassen sortiert ist. So, das ist der Jock. Und der ist ein Krieger. Weil es halt am besten zu ihm passt. Ja, worum geht es in diesem nervigen Spiel überhaupt? Deutsch. Ja. Könnt ihr noch einmal kurz gucken, von wem das ist? Spielladen. Erster Tag. Ja, sehr schön. So, ich hätte gerne noch mehr Charaktere. Ich brauche mindestens noch einen Dieb, ich brauche noch einen Magier und noch einen Kleriker. Also Dieb als nächstes. Ein Bürohengst. Ach, das ist Mr. John. Nee, wer ist denn der beste Schurke? Der kleine Bruder ist ein guter Schurke, würde ich sagen. Und, Betrug. Das ist sehr schlecht gelöst. Und er ist unruhig. Plus 5 auf Initiative. Ja, das passt. Oh, das kostet 10 Gold. Wir haben nur 5 Gold. Okay, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. So, wir haben ein Ausrufezeichen. Wir haben unser Inventar. Sportskanone und Nerd. Gehen wir mit der Sportskanone einen Heiltrank. Ach so. Ah, die Gruppe teilt sich ein Inventar. Na gut. Raus, raus. Ausrufezeichen. Also, sind alle bereit? Alle Charakterbögen fertig? Ja. Muss da draufklicken.
Muss ich Enter drücken? Leertaste? Einmal drauf drücken. Ja, lasst uns abrocken. Stimmt, das war der Nerd. Abrocken? Also echt jetzt. Stammt der Charakter etwa aus der Zukunft? Warum ist der Bully so RP-like? Das passt nicht zum Bully. Ja, ganz genau. Für gutes Rollenspiel gibt es zusätzliche Erfahrungspunkte, okay? Okay. Bevor wir anfangen, solltet ihr wissen, dass ihr die Schwierigkeit dadurch erhöhen und senken der Gegnerzahl verändern könnt. Also, das Abenteuer beginnt. Als ihr erwacht, könnt ihr das kalte Flüstern des Windes hören. An das, was vorher passiert ist, könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Ihr wisst nur, dass ihr eine Gruppe von Freunden seid. Eine ganz schön kleine Gruppe von Freunden. Die ohne jeden Grund in ein Gefängnisturm gesperrt wurden und das euch alle als Mörder bezeichnen. Während ihr nach einem Ausweg sucht, bemerkt ihr, dass die Gefängnisgitter unter irgendeiner Art von Magie zerborsten sind. Lasst uns von hier verschwinden. Als ihr die Zelle verlasst, lauft ihr einigen Wachen in die Arme, die sich ganz eindeutig nicht freuen, euch zu sehen. Wache 1. Ein sehr schöner Name für jemanden, der auf jeden Fall bald sterben wird. Hallo, Wache 1. Hey. Ihr sollt in der Zelle sein, nicht davor. Wache 2. Wird auch bald sterben. Ihr wollt doch nicht, dass wir euch wehtun, oder? Macht schon, zurück in eure Zelle. Ha, das werdet ihr bereuen. Einfach so werde ich bestimmt nicht in diesen Käfig zurückgehen. Wache 3. Moment mal, das ist immer noch derselbe Typ. Kommt zurück. Flieht aus dem Gefängnis. Tipp. Ihr müsst nicht gleich alle auf einmal töten. Ihr kämpft jedes Mal gegen so viele Monster, wie ihr wollt, bis ihr das Missionsziel erreicht habt. Tötet 2 Wächter in einer oder mehrerer Schlachten. Kämpfen? Hinzufügen. Hinzufügen. Das sind jetzt wie viele? Wie mache ich rückwärts? Ich mache das wieder rückgängig. Abbrechen. Ah, okay, wir haben jetzt noch andere Optionen. Wir könnten jetzt schlafen, während die Wachen vor uns stehen. Ne, wir wollen kämpfen. Okay, ich sehe momentan 0. Also, eine Wache. Zweite Wache. 2 müssten okay sein. Ist ja auch auf normal so halb. Beginnen. Was zum Geier? Okay, du greifst an. Den da. Du greifst an. Den da. Sehr interessant gelöst. So, der kippt gleich um. Kann das vielleicht auch mit den Zifferntasten machen? Also 1, 2, F1, F2? Nee. Na gut. So, du bist weg. Du bist auch gleich weg. Achso, jetzt wo nur noch eins hier da ist, muss ich auch nicht auswählen. Das ist ja sehr gut. Schön. Victory. 3 Goldmünzen. Wir können uns bald einen neuen Spieler leisten. Und die haben gleich ein Level-Up. Noch besser. Können wir schlafen? Aufwachen. Kommt, lass uns etwas töten. Wache 3 schlagt Alarm. Ausbruch im ersten Stock. Oh, der Alarm. Ich finde, wir sollten uns an den nächsten Wachen vorbeischleichen. Würfelt. Guter Wurf. Die anderen Wachen sind so sehr mit der Suche nach euch beschäftigt, dass ihr unbemerkt an ihnen vorbeischleicht. Als ihr das Erdgeschoss des Turms erreicht, seht ihr eine sonderbare Gestalt in einem dunklen Umhang, die mit einem Pferdewagen auf euch wartet. Hallo, sonderbare Gestalt, die aussieht wie eine Jungfrau. Wir sollten diesen Ort schnell verlassen. Beeilt euch. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber fürs Erste müssen wir dir wohl vertrauen. Und er wechselt auf Englisch. Der komische Typ, mit dem du... Du bist mit dem komischen Typen nach Default Village gereist, also die Standardstadt, wo das Abenteuer gerade erst beginnt. Quest erfüllt. Mit wieder Englisch und Deutsch und allem zusammen. So, noch 2 Münzen, wir können uns einen dritten Spieler holen. Und Gruppenerfahrungspunkte. Yay, Level Up. Fertigkeitspunkte. So, du. Wie steigern wir dich? Du hast Spalten. Ein mächtiger Hieb mit 40% Schadensbonus, der 3 Feinde trifft. Steinhaut. Ja, also er sollte... Ne, er kann ruhig ein aggressiver Typ sein. Der Paladin sollte der Tank sein. Schlag. Verspotten. Ach nö.
Ach so, mit minus 40% Schadensbonus, der drei Feinde trifft. Also ein Flächenschaden. Ja, okay, komm. Zack. Du. Andacht. Heilung. Ein Schild, der zwei Runden lang jeden in Schaden reduziert. Erhöht Bedrohung. Das ist gut. So. Wir hätten gerne noch einen Stuhl. Und zwar hätten wir den kleinen Bruder als Schurken hinzufügen. Jo. Lasst mich mitspielen, lasst mich mitspielen. Alles sind Großbuchstaben, ja, sehr passend. Gut. Du. Was? Gegenstände und Ausrüstung. Ja, wir haben kein Gold mehr. Gibt viele Gegenstände. Ausrüstung. Ein Schnabel. Plus ein Angriff. Ja. Levelbeschränkung. Level 18, Level 32. Geht wohl noch eine Ecke, ja? Na gut, jetzt, wir würden gerne kämpfen. Gegen, Riesenratte Level 3? Nein. Gegen die Fledermaus. Zwei Fledermäuse. Kämpfen. Lasst mich mal was Neues ausprobieren. Was denn? Okay, Angriff, den da. Angriff, der da. Au. Alle gehen auf den Krieger. Oh, warte mal, du kannst jetzt mal Spalten ausprobieren. Ja, sehr schön. Auch wenn das nicht so wirklich lohnt. Und du machst mal Schlag des Anführers. Bam. Und das soll wohl heißen, dass er jetzt die Aggro hat. So, kaputt. Jetzt muss ich nicht mehr drücken. Die Musik ist geil. So, komm, stirb. Gib mir Gold. 184 Gruppen-EP und 3 Goldmünzen. Ist so wirklich voll. Und der kleine Bruder hat ein Level-Up. Was haben wir da so schönes? Betäubungsschlag. Doppelschlag. Gift. Und verschwinden. Zwei Runden lang Bedrohung reduziert. Ja, verschwinde mal, kleiner Bruder. So, Händler. Was zur Hölle? Milch? Plus 2 Crit, dauert 15 Minuten. Ach, das ist die Ausrüstung für unsere Spieler und nicht für die Helden. Okay, wechseln wir zurück. Sehr flüssiger Übergang zwischen Spielwelt und... Was ist das da? Das ist ein Hasenloch. Ich will das Hasenloch springen. Na komm, gib mir... Karte? Start auf 50%. Die Schenke ist das Einzige, was zählt. Genau, da finden wir unsere anderen Mitglieder. Uralter Dschungel. 0%. Achso, man kann die auch abschließen quasi. Oh, ist das geil. Okay, okay. Quest? Quest erstellen. Wir können unsere eigene Quest erstellen. Ich hätte gerne Beutelzug. Und Blutedelstein klingt super. Ich mag Edelsteine. Erbeutet von Monstern fallengelassene Schätze und erhalte dabei 50% mehr Gold. Jo. Ein Verzauberer spricht uns an. Ich brauche einige Gegenstände aus der Teufelshöhle. Könnt ihr dorthin gehen und sie mitbringen? Klar, warum nicht? Uns ist eh langweilig. Wir werden es tun. Seid ihr bereit zum Beute machen? Immer. Reisen. Dahin. Zack. Ein kritischer Patzer? Oder ist 20 gut? Bei unserer Ankunft. Ausrufezeichen. Ja. Was bei unserer Ankunft? Sollte erstmal schlafen. Nichts passiert anscheinend. Also bei sehr vielen Aktionen wird gewürfelt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob eine 1 ein Patzer ist oder eine 20. Das kommt immer aus Pen-and-Paper-Spiel an. Und du hast einen Schleifstein gefunden. Bring ihn zum Schmied. 2 ist sehr niedrig anscheinend. Diesmal nicht. Okay, also niedrig ist schlecht. Hoch ist gut. Wir würden gerne töten. Und zwar eine Elite-Fledermaus. Level 4.
Ja, komm, einmal probieren wir das. Beginnen.